Hey Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im Nox Studio und ich zeige euch heute die Heckler & Koch 416C von Amazon. Wir haben uns in der Vergangenheit schon viele coole Sachen angeschaut und ich habe hier unten und oben jeweils noch zwei Kartons hier und zwei Kartons oben voll mit coolen Sachen für Reviews. Aber was fragt ihr an? Ihr fragt nach der G36C von Amazon und nach der 416C von Amazon. Was tut ihr mir an? Aber natürlich höre ich auf euch und ich habe das Ganze auch besorgt. Aber ich höre schon, Geo, genug Blabla, pack das Ding endlich aus. Und wir schauen uns die Verpackung als erstes mal von außen an. Ich drehe das mal um und lese mal, was wir hier haben. Wir haben hier HK, Heckler & Koch, No Compromise, HK416C, Electric Airsoft, Electric, Energie kleiner 0,5 Joule, Metal Barrel, das Ganze von Umarex. Ich zeige euch mal, was ich hier gerade vorgelesen habe. Da steht es und wir gucken mal, was hier unten noch steht. Schaue ich mir gerade mal an. Rear Side Adjustable, Shoot Up, das ist dann wahrscheinlich das Hop Up, Semi, Full Auto, Authentic Replica, ein High Cap mit 300 Schuss, 6 mm Airsoft und hier steht noch Heavyweight. Ich zeige das nochmal. Hier unten, da sind die Icons, da steht Heavyweight und hier haben wir ein Bild von der 416C. Dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Ich mache das hier mal auf. Und so sieht das Ganze von innen aus. Eine Gebrauchsanleitung und wie ihr wisst, braucht kein Mensch. Und hier haben wir das Ganze in Styropor drin. Sieht eigentlich ganz cool aus hier. Hier ist so eine Box. Wir haben hier so eine Abdeckung. Ich mache das mal auf und hol mal die Sachen einzeln da raus. Als erstes haben wir hier einen Akku. Ich lese gerade mal vor, das ist ein Nimha 8,4 Volt, 650 mAh. Wir haben hier, na komm, Fokus, hier drauf, nicht auf mich. Wir haben hier einen Minitam-Stecker. Minitamia. Und wo waren die Schrift von dem Akku? Da. Dann haben wir noch eine Sling. Da ist alles ziemlich dünn gehalten, aber hier, das ist aus Metall. So sieht das Ganze aus. Hier die Sling. Dann haben wir hier noch ein Tool, ein Imbus, das ist wahrscheinlich für das High Cap zum Aufdrehen, kann man aber auch ohne dieses Tool aufdrehen. Dann haben wir hier noch ein paar BBs, die sehen so aus. Dann haben wir noch einen Karton und der Karton, der sieht so aus. HK-Logo, wir machen das mal auf. Der fühlt sich wertig an, sieht auch cool aus. Ich mache den hier mal ganz vorsichtig auf, um ihn kaputt zu machen. Und wir haben hier ein Ladegerät drin. Und hier auch Minitam-Stecker. Dann haben wir auch schon das Spannendste selbst. Ne, da drunter haben wir noch was. Und zwar einen Laufreinigungsstab. Hier so die eine Seite und hier die andere Seite. Und die Kamera hat wieder ein Problem mit dem Fokus heute, weil er versucht hier als das hier zu fokussieren. Das ist zu markant. Dann haben wir das Spannendste. Die Airsoft selbst. So sieht das Ganze aus. Einmal hier der vordere Teil
Nicht mich fokussieren, komm schon. Der vordere Teil. Hier der mittlere Teil. Und hier die Schulterstütze, der Stock. Ja. Vom Gewicht her fühlt sich ein bisschen leicht an. Und von der Haptik her ist halt Plastik, das fühlt man. Wir haben jetzt keinerlei Knarzen am Griff. Hier am Lower haben wir auch kein Knarzen und hier haben wir auch kein Knarzen. Also wir hatten schon teurere, die hatten mehr Knarzen. Was ist das hier? Das Rappeln, das ist okay. Das ist hier von der Slinghalterung. Okay. Wir haben hier ein Gewicht von 1455 Gramm und eine Gesamtlänge von 720 mm, wenn der Schaft komplett eingefahren ist. Und wir können das Ganze hier ausfahren. Und dann haben wir 800 mm. Dann schauen wir uns mal das Material an. Das ist ganz einfach. Das ist komplett aus Plastik. Dann haben wir hier noch das Mag. In das Magazin hatten wir gesagt, da passen 300 BBs rein. Aber das ist aus Metall. Das sieht so aus. Ich zeige es euch nochmal. Die darf nicht runterfallen. Die geht bestimmt kaputt, wenn die runterfällt. So sieht das Ganze ein bisschen näher aus. Hier oben haben wir eine Klappe zum Befüllen, aufmachen, BBs rein, Klappe zu und dann hier unten aufdrehen. Ach so, und hier, ich habe nochmal das Tool. Man kann es natürlich auch damit machen, aber wer holt auf dem Spielfeld dieses Teil raus und dreht es dann hier auf? Das macht doch kein Mensch. Dann dreht man doch lieber hier unten an dem Rädchen. Oder man holt sich direkt mit Caps 140er. Da passen natürlich 140 nur rein, im Gegensatz zu 300, aber die Midcaps, die rascheln nicht und ihr müsst nicht jedes Mal hier unten aufziehen. Würde ich sagen, schauen wir uns als nächstes mal die Markings an. Wir haben hier das Heckler & Koch Logo HK416, Kaliber 6 mm BB, Energie kleiner 0,5 Joule und eine Seriennummer. Ich zeig's euch. Ah, dieses Oberteil darf ich nicht anziehen. Da. Dann haben wir hier nochmal eine Seriennummer. Da. Ich guck nochmal auf dieser Seite. Hier sehe ich so gerade nichts mehr. Und auf dieser Seite haben wir Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH. Das wäre da. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Airsoft mal von vorne nach hinten an. Wir haben hier einen schönen Flash-Hider. Der ist aber leider aus Plastik. Und ich habe mich nicht getraut, da fester dran zu drehen. Ich habe ein bisschen dran gedreht, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mehr dran drehen würde, um da vielleicht ein Gewinde zu finden, da würde ich das kaputt machen. Das wirkt nicht sehr robust. Und ich habe auch schon viele in der Airsoft-Halle gesehen, wo ich spiele, wo das einfach komplett weggebrochen ist. Dann haben wir hier als nächstes das Frontside, die Kimmo und Korn, also Kimmo und Korn. Wir haben hier das Korn. Und hier, das kann man hochklappen, das ist gerade runtergeklappt. Da müsst ihr einfach hier das hier nach vorne machen und dann könnt ihr das hochklappen. So sieht das Ganze hochgeklappt aus. Ich zeige euch das nochmal von dieser Seite. So sieht es aus. Da haben wir das Korn. Dann schauen wir uns auch gleich hier hinten das Rearside an. Die Kimme. So sieht es hochgeklappt aus. So sieht das runtergeklappt aus. Und man kann hier an der Seite, seht ihr das hier, links und rechts, da kann man drehen dran und da verändert sich hier die Lochgröße. Ich weiß nicht, ob ich euch das gut zeigen kann, es ist ein bisschen schwer das zu zeigen, aber da seht ihr unterschiedliche Lochgrößen. Zack, und das hier immer vorsichtig sein, sonst bricht es ab, nach oben und nach vorne. Als nächstes haben wir hier Slinghalterungen und die sind aus Plastik und nicht sehr dick.
Den würde ich nicht vertrauen. Also da würde ich keine Sling dran befestigen. Das bricht ganz, ganz bestimmt ab. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Als nächstes haben wir hier den Herrenguard. Wir haben hier Picatinny oben, unten, links und rechts. Das ist sehr schön. Da können wir alles Mögliche dran befestigen, wie zum Beispiel eine Scope Cam, Dummy Laser, Dummy Taschenlampen, eine Packbox oder einen Griff. Das ist schon mal sehr cool, aber da müsst ihr vorsichtig sein, weil das hier ist alles Plastik und ich rede hier nicht von hochwertigem Kunststoff, sondern wirklich von billigem Plastik. Hier oben haben wir eine durchgehende Picatinny Rail. Über das Rearside haben wir schon gesprochen. Schauen wir mal hier. Hier haben wir den Mag Release. Was nutzt der Mag Release ohne Mag? Das Magazin. Das geht nicht so geschmeidig rein. Beziehungsweise am Anfang ging es nicht so geschmeidig rein. Aber je öfter man es macht, desto besser geht's. Und jetzt geht's eigentlich. Jetzt geht's auch. Ja. Jetzt geht's ganz gut. Am Anfang ging es nicht so gut. Ja, das funktioniert. Also, Mag Release, Magazin raus, Magazin rein. Das geht jetzt mittlerweile. Dann haben wir hier das Dust Cover. Das machen wir auf, indem wir hier hinten an der Charging Handle ziehen. Und wir haben hier einen Lock. Das heißt, wenn ihr hier dran zieht, passiert nichts. Ihr müsst hier erstmal aufmachen. Dran ziehen und gezogen halten. Ne, muss man gar nicht gezogen halten. Normalerweise bei teuren Airsofts ist hier noch was davor. Das muss man nach hinten ziehen. Hier muss man nichts gezogen halten. Okay, wir können auch so das Hop-Up einstellen. Und zwar haben wir hier, es ist kein Rotary-Style-Hop-Up, sondern ein Dial-Hop-Up. Die ältere Version von Hop-Up. Da ist es nämlich so, bei den anderen, also hier ist das Rädchen so, so zum Einstellen. Und bei den anderen ist es so zum Einstellen. Das hier ist die ältere Art des Hop-Ups. Seht ihr? Und ihr könnt hier auch schon sehen, die Gearbox-Shell ist aus Plastik. Zumindest der Zylinder, der ist aus Metall. Das können wir da schon mal sehen. Und ich gucke mal, ob da ein Indikator ist fürs Hop-Up. Ich sehe gerade meine Aufnahme. Die neigt sich dem Ende. Ich mache nochmal Start. Stopp, Stopp, Start. Da geht es weiter. Haben wir hier einen Indikator, in welche Richtung wir mehr Hop bekommen. Ja, nach vorne drehen ist mehr Hop. Da steht Hop und da ist auch ein Pfeil. Und nochmal ganz kurz zum Hop-Up. Wenn ihr das komplett raus macht, das Hop, also komplett Hop nach hinten drehen, dann kommt die Bibi raus und fällt so runter. Dann macht ihr zu viel Hop-Up rein, dann kriegt die Bibi einen Rückwärtsdrall und fliegt nach oben. Und genau richtig eingestellt, kommt die Bibi raus, fliegt gerade, wird ein bisschen angehoben, fliegt dann wieder gerade und dann fällt sie irgendwann runter. So wäre das dann für mich perfekt eingestellt. Was haben wir hier noch? Wir haben hier den Feuerwahlhebel, den Fire Selector. Der ist nicht Ambidex. Hier haben wir was eingezeichnet, da könnt ihr aber nichts machen. Aber auf dieser Seite könnt ihr dann einstellen. Na komm, Fokus. Komm schon. Hallo, hallo. Jetzt. Hier gerade auf Safe. Hier auf Semi mit einem deutlichen Klick. Und hier auf Full Auto. Auch mit einem deutlichen Klick. Gehen hier wieder auf Safe. Hier ist kein Akku drin, aber Safe ist Safe. Dann schauen wir uns hier den Stock an. Den kann man gut verstellen, indem man hier unten drückt. Und den Akku, den legt ihr hier ein, indem ihr das hier runter drückt. Das hier ist übrigens auch Plastik, es ist nicht gummiert, aber zumindest haben wir hinten eine coole Struktur. Wir haben uns die Airsoft angeschaut, aber was ist ein Airsoft Review, wenn man nicht mal ein bisschen damit schießt? 0,41 0,41 0,4 0,42 0,4, ziemlich konstant. Dann checken wir mal die ROV auf Full Auto. 1, 2, 3. 10,9.
Wir haben hier das High Cap, hier oben die High Cap typische Klappe zum Befüllen. Aufmachen, Bibis rein, zumachen und hier unten aufdrehen. Ich mache das gerade mal. Das hier rein und drehen, bis sich der Sound verändert. Da hat sich der Sound verändert. Das Blechern ist jetzt anders, dumpfer geworden. Und dann testen wir das Ganze mal. 1, 2, 3. Schießt auch genau dahin, wo ich hinziele. Oh. Dann wieder aufdrehen. Mit dem Aufdrehen, das ist ein bisschen lästig. Wir testen mal, ob andere Magazine auch kompatibel sind. Das ist so ein Standard M4 AR-15 Magazin. Passt sogar besser rein als das mitgelieferte. Das mitgelieferte ist ein bisschen hakelig. Das hier geht geschmeidig rein. Ich teste mal, ob da was rauskommt. Das funktioniert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und es ist ein Midcap 140er. Das heißt, wir müssen nicht nach 10 bis 20 BBs nachdrehen, sondern wir können hier 140 Schuss durchhauen. Vollauto. Oh. Schon mal besser als gedacht. Haben wir nochmal ein Semi. Ich teste mal ein anderes, ein Ares Merk 140er mit Cap. Geht auch rein. Mal gucken, ob was rauskommt. Feedet auch. Also die Merk-Kompatibilität, die ist gut. Kimmo und Korn ist schon mal ganz okay, aber ich glaube, wir machen hier mal ein Leuchtpunktvisier dran. Was denkt ihr? Machen wir auf Safe, Magazin raus. Leerschüsse. Safe. Hier habe ich mein Leuchtpunktvisier. Ich liebe dieses Leuchtpunktvisier, weil einmal ist es erhöht und es ist Tool, ist werkzeuglos. Das heißt, ich kann es ohne Werkzeug hier drauf machen. So sieht das Ganze mit Leuchtpunktvisier aus und ich bekomme ziemlich häufig die Frage, wo man so ein Leuchtpunktvisier befestigt, ob hier, hier, hier oder hier. Und ich mache das immer so weit wie möglich nach vorne, also Richtung vorne, ohne auf den Handguard zu kommen. Also hier, da sitzt es sehr gut. Ist da noch Batterie drin? Guck mal, machen wir mal auf grün. Da wir hier auf dem Dachboden sind und es nicht ganz so hell ist, mache ich nicht ganz so hell, sonst werde ich nur geblendet. Eins grün ist gut und dann können wir auch die Flip-Up-Sides runter machen. Flip-Up-Sides runter, nicht einfach runter. Ich weiß nicht, ob da was kaputt geht, aber da ist noch so ein Hebel. Da muss man das hoch oder runter ziehen. Hoch und dann nach vorne. Da. Also nach da. Nach da und hoch und nach oben und runter. Und das hier kann man einfach runterklappen. Machen wir mal Merk rein. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ihr kennt da mein Gesicht, hallo? Fokus hier auf mein Gesicht. Der hat jetzt mein Gesicht markiert mit einem Fokus. Das heißt, ich bin auch im Fokus. Und dann machen wir mal auf Semi. Das ist noch nicht perfekt eingestellt. Da muss ich noch ein bisschen hoch und links. Links, das mache ich gerade mal. Wir schießen unten auf die Scheibe.
schießt genau in die Mitte. Machen wir noch ein paar Mal. Nochmal checken. Wir checken mal das Ergebnis. Gehen wir ein bisschen näher dran. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Wir haben da einen Ausreißer, da was im roten Bereich. Hier den roten Bereich angekratzt und da der Rest ist hier innen im weißen Bereich. Sieht doch schon mal ganz gut aus, ja. Ich würde sagen, so lassen wir das Leuchtpunktvisier. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal mit einem Frontgriff an. Haben wir Magazin raus, auf safe ist es. Das Schöne an diesem Frontgriff ist, das ist werkzeuglos, toolless. Und so sieht das Ganze mit einem Frontgriff aus. Machen wir noch ein Magazin rein. Dann haben wir den richtig coolen Look. So sieht das jetzt aus mit einem Frontgriff und einem Leuchtpunktvisier und Magazin. Cool, oder? Machen wir mal testen? Wir testen. Der Vorteil an HiCaps ist, hier passen einmal mehr Bibis rein, 300 Stück. Und das Befüllen ist auch sehr einfach. Aber auch mit Caps kann man sehr gut befüllen. Nämlich mit so einem Speedloader einfach 10 mal drehen und dann ist das Ding voll mit 140 Schuss. Und dann natürlich den Vorteil, dass man nicht die ganze Zeit hinten nachdrehen muss. Und HiCap, Midcap, Midcaps rappeln nicht. Dann testen wir das Ganze nochmal mit einem Midcap, einem Leuchtpunktvisier und einem Frontgriff. Seid ihr ready? Auf Semi, auf die Scheibe. Damit kann man es richtig, richtig gut halten. Dann nochmal aufs Blech oben. Und wir gucken uns mal das Ergebnis auf der Scheibe an. Gehen wir näher dran. Das Ergebnis sieht doch ziemlich gut aus hier. Da hatten wir ein bisschen Ausreißer, aber der Rest ist hier drin. Einer da und einer da. Sieht doch cool aus. Dann würde ich sagen, machen wir da mal 4 neue Ziele dran. Wir haben da 4 neue Ziele. Wir schießen da mal semi drauf, ohne großartig zu zielen. Einfach drauf losfeuern. Wir schauen uns mal das Ergebnis an. Wir haben hier 2 draußen, der Rest ist drin. Auch hier haben wir 2 draußen, der Rest ist drin. Hier haben wir einen draußen, der Rest ist drinne. Und hier haben wir einen draußen, einen knapp draußen und der Rest ist drin. Sieht doch ganz gut aus. Ich mache hier unten nochmal eine neue Scheibe rein und ihr könnt von hier zuschauen. Ich gehe nochmal ein bisschen näher dran. So, ich glaube, so ist gut. Ein bisschen höher noch. Jetzt Fokus da drauf. Neue Scheibe. 1, 2, 3. Wir haben ein paar, die nach hier rausgegangen sind, aber das meiste ist hier in der Mitte. Okay.
Fazit zur HK416C von Amazon. Das Design von der HK416C, das gefällt mir gut. Aber wenn ich mir das hier anschaue, die Oberfläche davon, die gefällt mir nicht so gut. Ich vergleiche das jetzt mal mit meiner Airsoft hier. Und zwar hier seht ihr, die Oberfläche, die glänzt so billig wie Billow Plastik. Seht ihr das? Hier bei dem hier. Das habt ihr hier oben nicht. Und wenn ihr das Ganze in die Hand nimmt und anfasst, das fühlt sich auch so ein bisschen wie Billow Plastik an. Ansonsten weiß ich auch aus Erfahrung aus der Airsoft-Halle, wo ich spiele, dass die gerne abbrechen, dass hier vorne was abbricht, dass hier was abbricht, dass hier was abbricht. Die halten einfach nicht so lang für einen Airsoft-Spieltag. Für einen Airsoft-Spieltag würde ich das hier nicht empfehlen. Ich habe hier mal reingeschaut. Wir haben hier eine, ich zeige euch mal, Gearbox-Shell aus Plastik. Normalerweise ist eine Gearbox-Shell aus Metall, wie hier die hier drinne. Die hier ist aus Plastik und die Gears, die Zahnräder, die das Ganze hier antreiben, normalerweise sind die aus Metall, die sind hier auch aus Plastik. Das heißt, es ist fraglich, wie lange das Ganze halten wird. Der Motor, normalerweise der Motor hier drinne, da ist ein großer Motor drinne, der das Ganze antreibt. Hier ist ein kleiner, schwacher Motor drin. Und das hört man auch und das spürt man auch. Wenn man hier schießt, bei meiner, hat man dieses Zup, Zup, Zup. Und hier hat man Zup, Zup, Zup. Da merkt man einen deutlichen Unterschied. Was mir hier gut gefällt ist, man kann hier einen Frontgriff dran machen. Da passt auch alles wunderbar. Man kann hier eine Optik befestigen. Da passt auch alles wunderbar. Was ich hier vermisse, ist ein 14mm CCW für einen Tracer oder Schalli. Kann sein, dass da einer drunter ist. Wenn ja, dann ist das hier so fest, dass man das wahrscheinlich kaputt macht, wenn man hier noch fester dran zieht. Über die Einsights, hier Kim und Korn, kann man gut durchziehen. Aber wie gesagt, ihr könnt hier auch ein Leuchtpunktvisier dran befestigen. Der Nimha, der dabei ist, beziehungsweise erstmal zum Ladegerät. Es ist schon mal gut, dass ein Ladegerät und ein Akku dabei sind. So könnt ihr direkt loslegen. Direkt ist auch relativ, weil ihr müsst es übertrieben lange aufladen. In der Bedienungsanleitung steht was von 8 Stunden. Ich habe noch nie einen Akku 8 Stunden geladen. Doch, bei der G36C von Amazon hat es auch 8 Stunden gedauert. Aber normalerweise geht das mit den Akkus schneller und dann habt ihr auch stärkere Akkus. Und was hier noch ein Nachteil ist, ihr wisst nicht, wie der Akkustand ist. Hier ist kein Lämpchen dran, kein gar nichts. Ihr wisst nicht, ob ihr noch weiter laden müsst, ob das schon voll ist. Ihr müsst dann einfach auf gut Glück laden. Hätte ich mich als Kind darüber gefreut, wenn meine Eltern mir sowas geschenkt hätten? Auf jeden Fall. Aber würde ich mir heute sowas holen? Nein, sowas würde ich mir auf keinen Fall holen, weil das ist nichts für einen Spieltag. Wenn ihr auf einen Spieltag geht und mit sowas ankommt, ist einfach extrem Spielzeug. Also das ist alles Spielzeug, das sind ja keine scharfen Waffen. Aber das hier sieht auf jeden Fall wertiger aus. Es fühlt sich wertiger an und da ist auch viel mehr Leistung dahinter. Und das hier ist einfach dann wirklich Spielzeug. Aber ich muss sagen, oben beim Zielschießen auf dem Dachboden hatte ich damit auf jeden Fall mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr was Günstiges sucht, dann holt euch eine Zyma AEP, sowas wie CM131, CM132, CM127, alles in der Gen 3. Da habt ihr direkt ein Ladekabel dabei, da habt ihr direkt ein Lipo dabei, der stärkere Lipo, der ist stärker als dieser Akku, der hier dabei ist. Das hier ist ein Nimha. Und ihr habt da ein MOSFET drin. Das MOSFET schützt die Internals von eurer Pistole. Oder holt euch eine SSE 18 von Novridge. Die sind alle gut. Und wenn ihr die Pistolen mit dem hier vergleicht, die Reichweite ist bei den Pistolen besser, die Präzision ist bei den Pistolen besser, die ROF, also die Feuerrate, ist bei den Pistolen besser und preislich ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Und das hier ist halt wirklich Spielzeug und das andere, damit könnt ihr wirklich auf einem Spieltag aktiv mitspielen. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, diese Videos helfen euch beim Airsoft-Einstieg und bei der Suche nach einer passenden Airsoft. Ich packe jetzt die ganzen Sachen weg und wir sehen uns beim nächsten. Ah, noch ganz kurz.
Falls euch Airsoft-Content gefällt und ihr mehr sehen wollt, dann schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Dort zeige ich euch ganz viel Airsoft-Stuff und viel Privates. Ich packe jetzt die ganzen Sachen weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Thank you.